Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie behandle ich Antworten zu Prüfungsfragen. Hier geht es um die Nachfrageelastizität. Und die Frage ist hier, welche Informationen kann der Anbieter, also welche Informationen für den Anbieter beinhaltet eine solche Nachfrageelastizität? Nun, Nachfrageelastizität setzt in Zusammenhang Menge und Preis. Das sind die beiden Größen, die einem einfallen sollten. Und die Frage ist, wie verändert sich die Menge, wenn ich den Preis verändere? Und das ist genau die Information. Das heißt, die Nachfrageelastizität sagt etwas aus über die Mengenveränderungen bei Preisveränderungen. Und wir unterscheiden zwei Reaktionen der Menge. Die eine Reaktion nennen wir elastisch und die andere Reaktion nennen wir unelastisch. Und damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Frage hier, nämlich was sagt eine unelastische Reaktion? Was ist hier die Information, die da drin steckt für den Anbieter? Wieder nun, eine unelastische Reaktion sagt, dass die Mengenreaktion schwach ist. Die Mengenreaktion ist schwach, während bei einer elastischen Reaktion die Mengenreaktion stark ist. Elastisch heißt eine starke Reaktion, unelastisch heißt eine schwache Reaktion. Das heißt, hieraus folgt, wenn die Reaktion unelastisch ist, dann hat der Anbieter einen großen Spielraum. Einen großen Spielraum und zwar für Preisveränderung, Preis in beide Richtungen. Das heißt, in beide Richtungen, wenn er den Preis erhöht, wird die Mengenreaktion schwach sein. Wenn er den Preis senkt, wird die Mengenreaktion auch schwach sein. Das heißt, er hat einen großen Spielraum und ihn interessiert natürlich eher vor allem die Preiserhöhung. Das heißt, wenn er den Preis erhöht, wird die Reaktion schwach sein. Das heißt, er wird nur einen schwachen Mengenrückgang verzeichnen. Und letztlich wird sein Umsatz dadurch steigen. Das heißt, wenn wir Umsatz setzen gleich x Menge mal p gleich u. Sie kennen das. Und wenn ich jetzt den Preis relativ stark erhöhe und die Mengenreaktion ist, weil sie unelastisch ist, schwach, dann überkompensiert die Preissteigerung den Mengenrückgang, das heißt, der Umsatz bewegt sich auch in diese Richtung. Okay, das war es für dieses Mal. Schauen Sie nun in meinen Shop. Warum? Weil dort die Lernhilfen auf Sie warten, auf die Sie schon immer gewartet haben. Klicken Sie unter dem Video auf www.sparsleindenken-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.